is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Vertreter des Heilandes. Führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Gott erwartet von denen, die den Namen Christi tragen, dass sie ihn vertreten. Sie sollen ein geheiligtes, gereinigtes, geweihtes Volk sein, das allen, mit denen es in Berührung kommt, Licht weitergibt. Die Nachfolger Christi sollen in ihren Grundsätzen und Interessen anders sein als die Welt. Aber sie dürfen sich nicht von der Welt absondern. Der Heiland mischte sich ständig unter Menschen, natürlich nicht, um sie in Dingen zu bestärken, die dem Willen Gottes zuwider waren, sondern um sie aufzubauen und zu veredeln. Ich heilige mich selbst für sie, erklärte er, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. So soll der Christ unter Menschen bleiben, damit der Wohlgeruch der göttlichen Liebe wie das Salz wirkt, das die Welt vor Fäulnis bewahrt. Wir brauchen dringend die Kraft, die zu einem höheren, reineren und edleren Leben führt. Die Welt schaut genau hin, um zu sehen, welche Frucht die sogenannten Christen tragen. Alle, mit denen wir zu tun haben, bekommen ständig Eindrücke vermittelt, die entweder der Religion der Bibel förderlich sind oder sie in ein schlechteres Licht stellen. Gott und die Engel beobachten, was geschieht. Gott möchte, dass sein Volk durch sein Leben zeigt, wie viel besser das Christentum ist als die Weltlichkeit. Sie sollen beweisen, dass sie auf einem höheren, heiligen Niveau arbeiten. Er sehnt sich danach, an ihnen zu sehen, dass sie durch die Annahme der Wahrheit zu Kindern des himmlischen Königs geworden sind. Er sehnt sich danach, sie zu Kanälen zu machen, durch die er seine grenzenlose Liebe und Barmherzigkeit fließen lassen kann. Christus wartet sehnsüchtig auf die Darstellung seiner selbst in seiner Gemeinde. Wenn der Charakter des Heilandes in seinem Volk vollkommen widergespiegelt und ausgelebt wird, dann wird er kommen, um die Seinen als sein Eigentum zu beanspruchen. Jeder Christ hat das Vorrecht, die Wiederkunft unseres Herrn nicht nur zu erwarten, sondern sogar zu beschleunigen. Würden alle, die sich zu seinem Namen bekennen, zu seiner Verherrlichung Frucht tragen, wie schnell würde die ganze Welt mit dem Evangeliumssamen besät werden? Rasch würde die letzte große Ernte heranreifen und Christus würde wiederkommen. The Lord is coming. Are you